Hallo Leute, heute in Elektro-Training in 5 Minuten. Ich möchte plotten und zwar Plot 1, 2. Plot 1, 2. Und wenn ich hier wieder Plot 3, 4 mache, dann wird dieses immer wieder ins gleiche Fenster gemacht und ich möchte das sozusagen nebeneinander haben. Viermal das Ganze in einem Fenster. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ja Leute, also wir haben hier dieses Problem, dieses Plot-Problem und wie kann ich jetzt hier das lösen? Das geht ganz einfach, indem ich den Befehl habe, der par heißt und dann mf row ist gleich c und jetzt muss ich hier auswählen, wie viele Zeichnungen, Grafiken ich in einem Fenster haben möchte. Ich möchte jetzt hier 2 haben und da möchte ich 3 haben, also 2 auf 3. Im ganzen 6. Hier letztes Klammer zu nicht vergessen. Enter. So, und jetzt geht's los. Plot den Punkt 1, 2. Seht ihr schon? Plot den Punkt 3, 4. Plack. Plot den Punkt 5, 6. Plack. Block den 2, 4er. Plapp. Plot den 5, 7er. Plapp. Und Plot hier zum letzten, den 1, den 11, 1er, plopp, fertig. Und natürlich könnt ihr hier auch in jeden einzelnen Plot auch diese ganzen Y, Lim und X, Lim und Label und so weiter und so fort machen. Wie das geht, seht ihr im vorherigen Video. Ansonsten kann ich nur noch sagen, viel Spaß beim Plotten, macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander mit Elektrotraining. In 5 Minuten nicht vergessen, hier oben abonnieren, hier geht's weiter, weiteren Video hier unten auch und hier drüben ebenso. Tschüss und auf Wiederschauen. Macht's gut.